Die Kinder werden manipuliert, indem sie unter Druck gesetzt werden. Guck mal, der hat mir das angetan, der hat mir das angetan, der hat mir das angetan, der hat mir das angetan. Und wenn du den liebst, dann bist du gegen mich, dann tust du mir weh. So, und dann hat die Tochter Angst zu sagen, ich liebe den Vater, ich will meinen Papa gerne sehen, weil dann die Mutter sauer auf sie, auf die Kinder ist. Und solche Fälle, und wie gesagt, das ist nicht der einzige Fall, ich kenne einen weniger schlimmen Fall, wo der Bruder aber in der Lage war, das einigermaßen zu kaschieren, wo er mir aber auch solche Sachen erzählt, was zum Beispiel die große Tochter gesagt hat, die dann zum Beispiel nicht mitkommen will, weil die Mutter versucht zu manipulieren. Ja, wenn du da hingehst, dann tust du mir weh und wie kannst du auf seiner Seite sein? Ja, es gibt da ganz manipulative Haltungen. Ja, die Kinder gegen den Vater aufhetzen und die Kinder unterschwellig unter Druck setzen, um den Vater nicht zu lieben. Wenn du den liebst, dann tust du mir wie, dann bist du auf seiner Seite, obwohl er mir doch Unrecht angetan hat und so weiter und so fort. Und dann bin ich traurig und dann fange ich an zu weinen und so weiter und so fort. Und hier muss man ganz klar sagen, diese Frauen sollen Allah fürchten. So, sollen Allah fürchten. Und sie sollen sich einer Sache bewusst sein, damit tun sie ihren Kindern keinerlei Gefallen mit. Man soll die Kinder, und das gilt übrigens auch für Männer, man soll die Kinder nicht zum Richter machen über das, was zwischen zwei Ehepaaren passiert ist. Man soll die Kinder nicht zum Richter machen zwischen das, was passiert ist. So. Einfach sagen, es hat nicht geklappt, wir haben uns scheiden lassen und so weiter und so fort. Und man soll den Kindern nicht verbieten, den Vater zu lieben. Jetzt könnte jemand sagen, ja, warum redest du nicht über die Männer, die das auch machen? Kann sein, dass es das gibt. Ich habe diesen Fall bisher nicht erlebt. Ich kenne nicht alles, ich kenne nicht die ganze Welt. Sollte da es Männer geben, die genauso handeln, gilt das für die Männer genauso.